Ja, hallihallo und herzlich willkommen zurück hier bei Minecraft. Und wir sind ja in der letzten Folge aus dem Nether hier zurückgekommen. Und ich habe mich da ein bisschen aufgeräumt schon mal. Ich habe geschaut, was die Rüstung macht. Die müssten wir auch reparieren. Und dann wollte ich jetzt erstmal gucken, wegen Verzauberungen. Ne? Dann, wir wollen ja gucken, wir haben ja jetzt 37 Level. Da fällt mir gerade ein, wir haben auch nur leider 8 mal Obsidian tatsächlich. Ich dachte, ich habe ein bisschen mehr, aber nun ist es so. Und da brauchen wir ja noch ein bisschen Obsidian. Das heißt, wir sollten nochmal in die Höhle gehen. Und ins Dorf wollte ich sowieso nochmal, denn ich wollte mir nämlich einen Bogen holen. Hier haben wir ja einen mit Stärke 2, den haben wir ja auch bei dem Villager geholt, ne? Und da möchte ich dann Stufe 4 auf jeden Fall draus machen. Stufe 5 geht, glaube ich, auch sogar noch. Da müssen wir dann mal schauen, wie wir mit unseren Smaragden hinkommen. Und die Smaragde, die sind im Dorf, ne? Die Smaragde, meine ich, die müssten im Dorf sein, ne? Ja, wenn sie hier nicht sind, dann werden sie wohl dort sein. Wir haben ja da auch eine Kiste. So, und dann geht es hier weiter, nämlich. Wir schauen jetzt mal. Ich habe ein bisschen Husten irgendwie. Ja, schauen wir jetzt erstmal. Gut. Rüstung müssen wir reparieren, ne? Die Schuhe ja nicht. Schuhe brauchen wir neue. Die Hose hat ja auch relativ gute Dienste geleistet mit Feuerschutz 2, ne? Bei den Lohnen. Und naja, hier haben wir schon 2 oben. Dass wir uns vielleicht sogar auch nochmal eine neue Rüstung klar machen. Wir haben hier noch insgesamt 65 Dias. Dass wir auch nochmal Spitzhacke machen, auf jeden Fall. Naja, ein neues Schwert brauchen wir auch, ne? Da ist ja auch noch nichts oben. Ein neues Schwert brauchen wir auch. Und Bücher haben wir hier auch noch ein paar. 4 Stück. Genau, und das war. Hier haben wir noch eine Spitzhacke, siehst du, die haben wir nicht mitgenommen gehabt. Da können wir gleich mal gucken, was wir da hochbekommen würden. Aber erstmal müssen wir den Lapis kleiner machen. Ja, ich wollte eigentlich nicht in die Werkbank, ne? Lol. Die Kiste habe ich auch zwischen den Folgen hingestellt, ne? Die hat ja vorher noch nicht da gestanden. So, hier müsste Fleisch fertig sein, genau. Haben wir ja von den Boglins mitgenommen. Das Horn kann wieder weg. Die Begrüßung ist durch. Und dann schauen wir jetzt mal. Also die Spitzhacke hinein. Einmal Lapis hinein. Haltbarkeit 3 ist schon mal nicht schlecht. Behutsamkeit auf jeden Fall. Ich nehme auf jeden Fall Behutsamkeit, ne? Ich überlege zwar jetzt, ob ich Haltbarkeit 3 nehme sollte, weil dann vielleicht Behutsamkeit mit oben ist, aber ich bin mir halt nicht sicher, ne? Okay, gut, dass wir darüber geredet haben. Wir haben eine schöne Diamantspitzhacke mit Behutsamkeit, Effizienz 2, Haltbarkeit 3 und das für gerade mal 2 Level, ne? Ja. Naja, das ist doch schon mal nicht schlecht. Da haben wir schon mal auf jeden Fall einen Volltreffer gehabt. Mal gucken, was auf dem Schwert oben sein würde. Nemesis der Gliederfieser 5. Weiß ich immer nicht so richtig, ob ich das unbedingt brauche. Auf jeden Fall. Machen wir das Schwert erstmal wieder raus. So, wir wollten uns ja nochmal ein Set neue Rüstung machen. Und dann können wir uns gleich mal hinlegen. Ich weiß nicht, ob wir das nach der letzten Folge noch gemacht hatten. Auf jeden Fall sind uns ja die Phantome ganz schön offen auf die Nüsse gegangen. So. Was wollte ich jetzt? Achso. Wieder falsche Kiste, ne? Anstatt Werkbank. Lol. Das kann ja auch mal passieren. So. Ein Hütchen. Machen wir uns einen Harnisch. Höschen und Schuhe natürlich, ne, da müssen wir sehen, dass wir da am besten Federfall hochbekommen. Am besten natürlich Federfall 4. Ich glaube, das ist auch das Höchste. Das wäre natürlich auch eine Nummer, ne, weil
End und so, der Drache tief fallen und so weiter, das ist alles nicht so. Der wäre schon auf jeden Fall Federfall sehr, sehr gut. Schutz 3. Nee, erstmal nicht. Was sagt der Hut? Schutz 1, Schutz 1 und Atmung 3. Naja, Atmung brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Haltbarkeit 3. Schutz und Haltbarkeit. Ja. Nee, oder? Ja gut, was sagt denn unsere Hose? Die hat, glaube ich, Haltbarkeit 2, glaube ich, ne? Aber gut, das reicht auch. Nee, komm. Machen wir die Schuhe nochmal rein. Haltbarkeit 3. Ah, was sagen die Bücher? Hatte ich jetzt alles schon drin? Schutz 3, Schutz 1, Haltbarkeit 1. Atmung war das und hier Haltbarkeit. Ja, und hier war ja auch nichts mit Federfall. Haltbarkeit 3. Gut. Wir machen jetzt mal das Schwert rein. Das ist auch wieder dasselbe, ne? Weil wir noch nichts verzaubert haben. Kann gar nicht anders sein. Aber ich wollte mal nach einem Buch gucken. Federfall 1. Reue 3. Das ist nicht schlecht für ein 3 Erfahrungsstufen. Reue 3. Komm. Instant. Sog, Schärfe, Effizienz. Ja, wir können ja jetzt mal gucken. Die Zauber sind ja resettet. Explosionsschutz 4. Das ist natürlich auch eine Hausnummer, ne? Wo hatte ich denn eigentlich... Ich muss mal schauen auf meine jetzige Rüstung. Feuerschutz. Explosionsschutz haben wir noch gar nicht, ne? Sollten wir, glaube ich, nehmen. Das war der Harnisch, ne? Ja, ich glaube, das sollten wir nehmen. Ne, weil... Schusssicherheit wäre auch noch schön, eine ganz hohe Stufe. Ja, aber dann haben wir nicht mehr Stufe 30, ne? Feuerschutz 3. Haben wir jetzt Feuerschutz 2. Federfall 4, let's go. Auf jeden Fall, ne, da führt kein Weg dran vorbei. Rückstoß. Rückstoß wäre natürlich nicht schlecht. Ist ja sogar Stufe 3, ne, weil wir bloß 28 brauchen. Okay. Ja, komm, das nehmen wir. Dann haben wir sogar... Hier war vorher noch gar nichts oben, ne? Rückstoß 2, Schärfe 4 und Haltbarkeit 3. Das... Alter, nice. Ja, Stufe 3 Verzauberung halt, ne? Die überrascht meistens. So, das Schwert müssen wir dann natürlich reparieren. Schutz. Das bräuchten wir auch. Gegen die Projektile von den Schalkern, ne? Denn ich möchte mir ja gerne auch natürlich Schalker... Boxen zurecht machen und dazu müssen wir ja in die Endcities, auch wegen der Elytra natürlich. Ja, und da ist natürlich hier Schutz und natürlich gegen Skelette sehr angebracht. Ja, Schutz 1 ist natürlich... Auf der Hose ist noch nix rum, ne? Okay, dann gucken wir noch mal nach einem Buch. Schutz 1, Haltbarkeit 1. Nope. Ja gut, wir reparieren die Rüstung erstmal oder beziehungsweise fügen unsere jetzige Rüstung mit der Rüstung zusammen.
eigentlich in die Höhle könnte ich eigentlich auch mit einer Eisenrüstung gehen. Hä? Haben wir überhaupt Eisen? Keine Ahnung. Also gut, Schutz 2. Hier ist ja noch ein Strom, also den können wir uns erstmal so anbehalten. Hier haben wir Schutz 2 schon mal. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Das ist natürlich aber erstmal, wir haben ja auch noch Diamanten dabei. Den behalten wir uns mal draußen. Die Hose, das ist die. Und hier ist auch noch nicht oben, dann können wir uns die auch noch mal anziehen. Und vielleicht kriegen wir ja in der Höhle auch noch ein paar XP. Ja, wir dürfen dann natürlich nicht sterben. Ne? So, mit die Schuhe mit dem Federfall. Ich glaube, ich ziehe die Goldstiefel erstmal noch an, weil ist mir jetzt auch irgendwie ein bisschen schade drum. Ne? Ja, und den Hut würde ich den neuen gleich mal umsetzen, weil, ne, dann machen wir den hier nicht kaputt mit Schutz 2. Da können wir theoretisch schon noch gucken, bevor wir das zweite Mal ins End gehen, aber was wir haben, das haben wir, ne? Genau. So. Nach den Büchern hatte ich ja nochmal geschaut. Dann wollte ich jetzt mal am Amboss schauen, was die Reparatur so kostet. 3 Diamanten, 3 Level. Der Helm wieder ganz. Ja, wir können ja mal schauen, ob wir eventuell den Harnisch und die Hose auch gleich reparieren. Dann haben wir da nicht so viel, ne? Ja, komm. Das machen wir. Ja, jetzt überlege ich bloß, ob ich den Harnisch anziehe oder eben ja komm, wir nehmen den bitte. Hier haben wir den Helm und hier haben wir Schussschutz um. Ja, der ist ja auch wieder repariert, deshalb so. Ja komm, und die Hose ziehen wir auch wieder an. Aber den Rest lassen wir hier. Da gucken wir dann, wenn wir wiederkommen. So. Das Schwert müssen wir noch unbedingt reparieren. Das ist natürlich... Oh ja, da hätte ich jetzt gedacht, das ist teurer. Aber 3 geht. Okay. Dann haben wir das. Schönes Schwert, muss man so sagen. Ne? Der Rest hier wieder rein. Und dann würde ich sagen, geht's runter zum Dorf, ne? Hier habe ich auch Wasseraffinität und Effizienz. Naja gut, das ist nicht die Welt, ne? Neue 3 packen wir erstmal rein. Ich glaube, ein Trident. Doch, irgendwo hatten wir ein Trident, ne? Irgendwo hatten wir ein Trident, Leute, möchte ich sagen. Ja, geschlafen habe ich auch wieder nicht, ne? Ja gut, können wir im Dorf auch zur Not. Essen haben wir mit. Trinken brauchen wir nicht. Gucken, ob wir unseren Fahrstuhl finden. Unser Fahrstuhl. Ah, hier ist er ja, ne? Da haben wir uns so eine schicke Treppe runtergebaut. Da ist Kohle. Ach, und das war schon immer so, ne? Ich habe gerade ein bisschen gegrübelt, aber... So, sehr schön. Da ist unser Netherportal. Nein!
Boah, ich dachte, ich kann richtig ins Wasser springen, ne? Ich habe zu spät gemerkt, dass ich auf den Baum dann aufklatsche. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist natürlich auch wieder ein blöder Tod, ne? Und die 19 Level sind natürlich auch weg. Ah. Ja, habe ich zu spät gesehen, ne? Das fuckt mich schon wieder ein bisschen ab, aber gut. Lassen wir uns nie ärgern. Egal. Egal. Wir machen weiter, holen unser Zeug. Machen so weiter, als wenn nichts gewesen wäre. Vorsichtiger, ne? Das müssen wir noch ein bisschen. Müssen wir noch ein bisschen verfeinern, die ganze Sache. Das ist noch nicht optimal. Ja, siehst du, toll. Wo ist mein Schwert? Komm erstmal weg hier. Dann checken wir gleich mal alles. Können wir uns gleich anziehen. Zack, zack, zack. Ich glaube, wir haben alles, ne? Bloß nicht unsere XP. Die sind um über die Hälfte natürlich gesunken. Lapis-Block, den bräuchte ich irgendwie auch nicht mitschleppen, ne? Bin ich runtergekommen? Ist das Portal so weit weg? Ach, da ist es ja, mein Gott. Da ist es ja, mein Gott. So, aber ich wollte hier in die Kiste. Siehst du, hier haben wir auch noch Lapis. Ja gut, lagern wir es erstmal in der Dorfkiste. Uns erstmal auf zum Dorf. Ist ja nicht so weit. Das ist nicht gut. Die könnten wir uns eigentlich auch holen, aber gut. Wir gucken erstmal, dass wir ins Dorf kommen. Ja, unser Zuckerrohr ist leider nicht gewachsen, weil ne, wir waren ja nicht hier. Eigentlich hätte ich gedacht, dass die Simulationswette von oben reicht, aber scheinbar nicht. So, hier wollte ich erstmal gucken, was die Kiste sagt. Wir brauchen ja auf jeden Fall erstmal die Smaragde, ne? Warten wir die Kiste hier drin? I don't know. Ja. Genau, hier haben wir auf jeden Fall 22 Smaragde. Wie viel Willen der haben für den Bogen? Hallo? Redest du nicht mit mir oder was? Weil ich lange nicht hier war, hä? 13 Stück will er haben. Na gut, für Stufe 4 würde es auf jeden Fall reichen. Der ist ja auch schon Stufe 2, Stärke 2 meine ich. Dann haben wir schon mal Stufe Stärke 3. Stärke 3 hätten wir dann. Dann bräuchten wir quasi noch einmal Stärke 3, aber da wir nur noch 9 Charakter haben, wird das wohl erstmal nichts. Müssen wir mal gucken, eventuell haben wir drüben in der anderen Kiste noch was gehabt. Und dann wollte ich eigentlich auch mal gucken, was die für Bücher haben hier. Was wir in der anderen Kiste noch haben. Ich meine, wir hatten hier hinten auch noch eine gehabt. Wo ist denn die Hütte jetzt? Da hinten. Hier ist unsere abgelegene kleine Hütte.
Bergarbeiterhütte. So, hier ist auch nichts drin. Ne? Ja, da bräuchten wir erstmal Rakte. Gut, da müssten wir Sticks machen, ne? Da müssten wir Sticks machen. Und dazu brauche ich natürlich Holz. Gut, dann müssen wir uns gleich mal eine Axt machen. Bruchstein haben wir hier. Eisen leider nicht. Keine Sticks. Ja, wunderbar. Dann muss ich jetzt erstmal Holz mit der Hand fällen. Dann gehen wir erstmal ins Bett. So holen wir uns den Baum hier gleich mal weg, wenn wir einmal dabei sind. Ne? Und dann gucken wir mal nach dem Bett. Nicht, dass uns hier noch was in die Luft geht. Noch eins höher. Okay. Das hätten wir. Fürs Erste. Können wir uns wenigstens erstmal Sticks für eine Axt machen. So, und dann gehen wir jetzt erstmal pennen. Hier ist gerade frei. Gut, reicht noch nicht. Nee, Bro, kannst vergessen. Nein. Das hab ich mir ausgesucht. Du kannst draußen schlafen heute. Ja, du kannst dann gleich pennen gehen. Gehst dir im Vormittag ein bisschen pennen, Kollege. Ist aber nicht so schlimm. Lege Schnürschuh, steh mir nicht im Weg rum, ich habe keine Zeit. So, dann brauchen wir jetzt eine Axt. Wir haben ja Werkbank hier, ne? Machen wir uns mal fix eine Axt. Erstmal brauchen wir, wie gesagt, ein paar Sticks. Na gut, da können wir ja gleich alles hier machen. Denn das Holz, das wollen wir ja dann eh erstmal zu Sticks machen. Da mache ich mir gleich mal zwei Steinäxte am besten. Und genau, eine wollte ich noch machen, ne? So, nochmal zwei. So, und die beiden Dinger werde ich kaputt machen. Also Holzhacken, bis sie kaputt sind. Und dann würde ich sagen, dass wir vielleicht an dieser Stelle dann langsam, aber sicher Feierabend machen. Ich kümmere mich dann jetzt ums Holz hier und dass wir eben Smaragde bekommen. Genau. Dann würde ich euch in der nächsten Folge, die ich dann auch gleich noch anschließe, würde ich euch dann natürlich dazu holen, wenn ich fertig bin. Oder hole ich euch dann dazu, wenn ich fertig bin. Okay. Und ich hoffe, euch hat es bis hierhin gefallen, ne? Mir hat es auf jeden Fall wie immer richtig Spaß gemacht. Und wenn es euch genauso geht, dann zeigt es mir auf jeden Fall mit einem Däumchen nach oben. Kommentiert wie immer auch sehr, sehr gerne und fleißig. Lass ein Abo da, falls du es noch nicht getan hast. Und wenn du zusätzlich das Glöckchen aktivierst, dann wirst du über jedes neue Video auf dem Laufenden gehalten, indem du eine Benachrichtigung bekommst. Und das alles ist für dich völlig kostenlos und nur ein kleiner Klick. Der Super-GAU. Bleibt mir gesund, meine Freunde. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, euer Jens.